Was für ein turbulenter Start ins neue Börsenjahr. Säbelrasseln im Mittleren Osten zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Und in China gab es gleich in der ersten Handelswoche einen veritablen 15%-Crash. Reden wir drüber hier auf dem Fondskongress in Mannheim mit dem Chief Investment Officer von Tungsten Investment Fonds, Herrn Lutz Klaus. Herzlich willkommen und schönen Dank für Ihre Zeit, Herr Klaus. Sind denn Aktien aus Ihrer Sicht im Niedrigzinsumfeld alternativlos? Darf ich darauf mit einer Gegenfrage antworten? Ändern sich denn die Spielregeln im Niedrigzinsumfeld und durch die ganzen Vorkommnisse der ersten Wochen? Alternativlos ist meines Erachtens immer nur gute Diversifikation. Alternativlos ist und bleibt eine wirklich effiziente Portfoliostruktur. Das gilt nicht nur in diesem Umfeld, sondern in diesem Umfeld erst recht. Effiziente Portfoliostruktur bedeutet, Sie müssen einerseits das Marktrisikoprämien verdienen, das Beta, und andererseits eben mehr Erträge verdienen, das Alpha. Um damit direkt auf Ihre Frage zurückzukommen, Aktien sind natürlich nicht alternativlos. Im Gegenteil, es bringt überhaupt nichts, eine Risikoquelle, sprich in diesem Fall Aktien, dauerhaft überzugewichten, sondern es geht immer nur um effiziente Diversifikation. Das ist ein gutes Stichwort. Gut diversifizieren, heißt es ja auch immer so schön. Bedeutet das jetzt auch noch Renten zu kaufen, obwohl die Zinsen ja schon faktisch bei 0% liegen? Ja, warum nicht? Gute Diversifikation bedeutet, Ihr Portfolio wind- und wetterfest zu machen, auf alle Vorkommnisse auszurichten. Gute Diversifikation heißt, alles das zu verdienen, was Sie verdienen können. Und auch wenn Bundeszinsen jetzt gerade bei 0% sind, dann gibt es doch auf globaler Ebene noch genug Renten, Anleihen, die noch positive Renditen erwirtschaften, wo sie Marktrisikoprämien haben. Das Schöne an diesen Renten ist, sie haben eben ausgleichende Risikoeffekte und die müssen sie förmlich jagen. Wir empfehlen in der Portfoliostruktur deswegen, dieses Beta, diese Marktrisikoprämien global anzugreifen über Risk-Parity-Ansätze. Ansätze, die ein spezielles Risikoausgleichsverfahren haben, um Risiken perfekt auszugleichen. In diesem Fall zum Beispiel den Tungsten-Pariton-Fonds, der eben Risk-Parity investiert, aber ohne Commodities. Das ist ganz wichtig, nicht nur in dieser Phase, sondern in Wirklichkeit sind da gar keine Marktrisikoprämien drin. Damit stellen Sie sicher, dass Sie immer das richtige Anleihe-Rentenverhältnis in Ihrem Portfolio haben und haben damit dann eine ideale Basis, um Alpha-Bausteine zu Ihrem Portfolio dazuzumischen, um dann wirklich auch mehr Erträge zu erwirtschaften. Sie haben von Alpha und Beta gesprochen. Bleiben wir mal doch bei dem Alpha-Baustein, den Sie erwähnt haben. Wie muss der denn aussehen bei den von Ihnen empfohlenen Kombinationen? Nun, in allererster Linie sollte Alpha wirklich positiv sein. Das ist schon schwer genug. Aber ganz wichtig ist, dass das Alpha unkorreliert ist zu Ihren anderen Portfolio-Bausteinen. Will sagen, eben unkorreliert zu den allgemeinen Märkten. Das ist ganz wichtig. Warum ist das so? Nun, Alpha ist in allererster Linie mal als Risiko zu verstehen. Ist einfach nur ein Risiko, was in Ihrem Portfolio dazukommt. Wenn Sie das korreliert zu den Märkten haben, passiert Folgendes. Risiken sind nichts anderes als Kräftevektoren. Und wenn Sie einen korrelierten Vektor einfach dazumischen, summieren sich einfach Ihre Risiken und Sie haben durch die Beimischung von Alpha keine wirklichen Portfolioeffekte. Wenn Sie diesen Kraftvektor aber senkrecht auf Ihren anderen Vektor draufsetzen, und das passiert eben, wenn Sie ein unkorreliertes Alpha zu den Märkten haben, dann wird der neue Vektor, der entsteht, nicht wesentlich länger. Sie haben also einen Mehrertrag, aber nicht wirklich viel mehr Risiko. Und dadurch wird das Rendite-Risiko-Verhältnis Ihres Portfolios wirklich hochgefahren. Welches Anlageuniversum hat denn dieser Alpha-Baustein? Ja, wir empfehlen als wirklich unkorrelierten Alpha-Baustein eben den Tungsten Tricon Fund. Der hat das gleiche Anlageuniversum wie ein Risparity Beta Fund, also Anleihen und Aktien. Dazu kommen jetzt aber eben noch Währungen, die eigentlich keine Marktrisikoprämie haben, aber wo sie durch die Schwankung der Währung einen Alpha verdienen können. Wichtig in diesem Alpha-Baustein ist,
dass sie auch an fallenden Märkten partizipieren können. Und das tut eben dieser Tungsten Tricon Fund. Der ist long, wenn die Märkte steigen, und der ist eben short, wenn die Märkte fallen. Und das auf allen, in dem kompletten Universum. Und durch die Long-Short-Kombination schafft er das dann überhaupt erst, diese Unkorreliertheit zu den Märkten herzustellen. Wenn Sie jetzt Ihren Beta-Baustein, Risk Parity, plus diesen Alpha-Baustein, Tungsten Tricon, in dem richtigen Verhältnis zusammenmischen, haben Sie die größtmögliche Steigerung von Rendite-Risiko, die Sie überhaupt nur haben wollen. Perfekter geht es im Prinzip nicht. Was wollen Sie denn tun, dass diese systematische Alpha-Quelle nicht eines Tages versiegt? Nun, im Fondsmanagement ist es sowieso immer so, dass Prozesse sich evolutionieren, dass sie ständig dazulernen. Das Schöne am Tungsten Tricon ist, dass das ganze System auf künstlicher Intelligenz beruht. Und künstliche Intelligenz, dieses Modell ist so konzipiert, dass es regelmäßig mit jeder neuen Information und mit jedem neuen Trade dazulernt. Mittlerweile haben wir über 12.000 Trades mit beeindruckenden Trefferquoten und tatsächlich eben auch mit einem beeindruckenden Rendite-Risiko-Verhältnis. Das ist schon so gut, wie es ist, und wir lernen ständig dazu. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, auch im Börsenjahr 2016. Das war Lutz Klaus hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.